Hallihallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen bei dieser traurigen Ansage. Ich sag traurig, weil uns die Schnipsel ausgegangen sind, weil wir im Panoramaturm feststecken seit der letzten Folge. Aber das ist ja nichts, was wir nicht beheben können, ne? Wir haben jetzt erstmal vor, hier in der Küche irgendein Problem zu lösen, das uns noch unbekannt ist. Da hatte es gerade gebimmelt. Hier ist irgendwo ein Toad in Gefahr. Toad, wo versteckst du dich? Ich will dich retten. Ah, da. Danke für die Hilfe, Mario. Kleiner Tipp, bestell nichts aus der Küche. Die Fallschirme haben da ein ziemliches Chaos hinterlassen. Sonst noch irgendwer in Gefahr? Nein, anscheinend nicht. So. Ick, eises Kalte. Minischergen? Aua! Jetzt hau ich hier Kakerlaken! Da! Ich hab doch gesehen, dass ihr drin seid! Oh, das Spiel gleich war ein Toad! Puh, ich hatte schon befürchtet, dass ich das Frühstück von jemandem werde. So, wo versteckt ihr euch sonst noch? Oh, das war einfach schrecklich. Ich habe schon begonnen zu kompostieren. Da! Da hat sich bewegt! Da hoch! Oh, alle tot! Es zählt nicht als Aufräumen, wenn man einfach alles in einen Schrank wirft. Und noch ein Toad. Oh, und danke für deine Hilfe. Kurze Info am Rande. Ich wiege genauso viel wie eine einzelne Karotte. So, ich hoffe, das war der letzte. Nein, da ist immer noch einer. Ich meinte jetzt nicht den Toad. Ich meinte von den Goombas. Eine von diesen Fallschirmen hat mich von hinten seinem Rücken an die Wand und dann an die Decke und dann da reingeworfen. Klasse Ruf, da gibt's nichts. So, wo ist der letzte? Der versteckt sich hier doch irgendwo. Ich bin, glaube ich, gerade wieder blind. Ist er noch da drin? Hallo? Steckst du dich hier? Hab ihn. Glaube ich. Ich bin das neue Hauptgericht. Ach, da. Da muss immer noch irgendwo einer sein. Wo ist denn der? Ich nutze gleich die Zoom-Funktion. Ich will mich mal wiegen gehen. So, jetzt mal im Ernst, wo ist der? Ja, wo ist denn der letzte? Ich sehe den nicht. Haltet unsere Küche sauber? Ja, ich würde gerne erstmal den letzten hier finden. Wo ist der? Muss ich vielleicht einmal in den Eimer hüpfen? Vielleicht sind die auch in den Nebenraum gerannt. Ich bin doof. Ich
hätte nicht damit gerechnet, dass sie hier in den Nebenraum rennen. So, die verstecken sich immer noch irgendwo. Ich muss wirklich alles untersuchen, weil die wirklich überall drin sein können. Nope. Sehe, dass sich da was versteckt. Hab dich. Ich esse was. Lecker. Lecker Spaghetti. Komm später nochmal zurück und bezahlst das, oder? Wovon redest du? Was ist bezahlen? Können die auch in dem Raum sein? Laut der Musik her nicht. Jetzt muss ich hier immer noch einen suchen. Und ich bin gefühlt nicht schlau genug, den zu finden. Ja. Den hätte ich damit auch. Irgendwo versteckt sich noch einer. Wisst ihr, wo der ist? Du musst mit den Dingen ja Schluss machen, Mario. In diesem Restaurant will ich keins von diesen Viechern sehen. Ja, ich finde den nicht. Ich bin zu dumm dafür. Wo ist der? Willst du mich verarschen? Ich seh's. Ich sag dir doch, ich bin zu dumm dafür. Hier sieht es irgendwie chaotischer aus als sonst. So ein wenig. Dass ich den da oben nicht sehe, ne? Ist natürlich jetzt auch wieder voll die Pest. Nein, ich will nicht zurück. Mann, ich wollte da bleiben. So. Jetzt zu dem Tool. Und hier draußen. In der Abstellkammer. Das, was ich gerade bekommen habe, da reinschmeißen. Ich weiß nämlich nicht, wie viel der mir gibt. Ich habe Trippe dieser elenden Krabbeltiere nicht mehr. Ich höre es nicht mehr. Du hast es geschafft. Hier, diese fein gehackten Schnipsel wurden extra für dich zubereitet. Bon Appetit. Danke. Ich habe auf jeden Fall alle Fragezeichenblöcke hier gefunden. Und einen Toad gerettet. Ich habe zwei gerettet. Soll ich das sein? Was hat sich der Künstler denn dabei gedacht? Ich bin doch ein blauer Tod und kein roter. Aber tut mir leid, ich sollte mich nicht ausgerechnet bei dir beschweren und schon gar nicht, nachdem du mich gerettet hast. Ja, jetzt kleine Anerkennung. Oh, ein Pilz! Endlich schenkt mir auch mal einer von denen wieder was. So, jetzt alles da reinwerfen. Verdammt, ich hätte mir ein paar sparen können. So, jetzt sind wir hier. Ich laufe einmal drumherum. Bestimmt sehen wir etwas dabei. Kann ich das Ding wieder zuschlagen? Nein. Da ist auf jeden Fall ein Herz. Ist das so ein Maxi-Herz? Ich nenne die jetzt einfach so, weil der andere Name, den sie eigentlich haben... Der ist ein bisschen zu lang. Hä? Ausgesperrt, da können wir drücken, wie wir wollen. Und wie sollen wir jetzt nach oben kommen? Da schießt was. Warte mal. Ich soll das wahrscheinlich treffen.
Nein. Ich versuche es mit dem Hammer zu erwischen. Ich hab's geschafft. Es werden ja immer mehr. Wir müssen hier raus. Ist da was auf meinem Gesicht? Komm, schieß auf. Irgendwo ist eine Stelle wahrscheinlich brüchig. Komm, schieß doch. Ich hab einen Hammer. Hier. Hier ist eine Stelle brüchig. Ciao. Ich verpiss mich. So, erstmal. Ja, da geht sie natürlich auf. Ist doch klar. Erstmal ein riesen Umweg, damit man sich den kurzen Weg sparen kann. Ist doch normal. Ui, komm schon, komm schon. Warum geht's so langsam? Warte mal, ist das ein Schutzschild? Nein, es ist nicht. Also es wehrt zumindest eine ab. Hilfe! Hier schießen Verrückte mit Raketen, Bleistiften. Weg! Boah. Auf nach oben. Auf dass ich nicht runtergeschossen werde. Wer auch immer da oben ist, der wird jetzt von mir aufgespießt. Mit seinem eigenen Stiften. Das ist wieder so ein Maxi-Ding, oder? Nein, das ist aber eine Vollheilung. Speichere ich auf Vorgang? Sorry, Leute, ich musste mal ganz kurz weg. Deswegen gab es kurz einen kleinen Cut, als ich den Block getroffen hatte. Und musste auch währenddessen die Konsole mal kurz ausschalten. So. Das ist das Ende der Luftschlange. Und direkt mitten drauf das Gesicht von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Oh, versuch doch einmal von unten dagegen zu springen. Höher kannst du nicht springen. Oh nein, da kommen schon wieder diese Stifte. Das war knapp. Können uns diese Dinger nicht in Ruhe lassen? Hey! Wer hätte gedacht, dass du über alles hier im Bilde bist? Was ist das? Ist das eine Federmappe? Der Kunststifter. Buntstifte. Ich bin so leid, dass Kunstbanausen wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir, wann warst du überhaupt das letzte Mal in einem Museum? Pff, du brauchst mir nicht zu antworten. Mir wird's hier langsam zu bunt. Und dir werde ich eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin Buntwart von und zu Stiftius, der 12. Zu meinen Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich präsentiere dir die Bürobedarfsbegrade. Ich finde es übrigens geil, dass all seine Worte in verschiedenen Farben sind. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich es in einem Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Bürobedarfsbegrade, Buntwart von und zu. Tut mir leid, aber das ist mir zu lang. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ja? Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten, oder? Du redest total gesprochen und du kannst auch total gut malen, aber hast du mal von Mario gehört? Ja genau, dachte ich mir. Mario hat's echt drauf und er hat einen Schnurrbart und er wird's dir so richtig zeigen. Stimmt doch, Mario.
Als hätte ich es nicht gewusst, ne? Ein Bossfight. Warum kriege ich einen zweiten Bossfight direkt nach dem ersten? Er zittert vor meinem künstlerischen Arsenal aus 12 verschiedenen Buntstiften. Eure Papierkörper sind meine Leinwand. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn von hinten schlagen muss. Weil es ist eine Federmappe und die Dinger explodieren ja. Vielleicht explodieren die ja, während ich ihn zugeschlagen habe. Hä? Der sieht nicht so aus, als ob man ihn verwenden könnte. Aber mit dem Schalter kann man ihn bestimmt anschalten. Ich habe jetzt nicht für die geredet. Einmal so. So. Ja, und dann alles so lassen, wie es ist. Und da steht eine Info. Was kriege ich an Info? Vermeide Felder mit einem Fadenkreuz. Schleiche dich hinter ihn und hau ihn mit dem Hammer auf den Deckel. Ja, wusste ich's doch. Einfach von hinten draufschlagen. Und jetzt aktivieren sich die Fight-Dinger. Alle daneben? Nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt etwas nicht. Ja, das Ziel haut die jetzt mit einem Hammer hinten drauf. Und zwar richtig mit Schmackes. Ich habe noch 4 Schaden gemacht. Nein, nein, mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Okay, er wurde gesprengt. Die Stifte sind ihm selbst explodiert. Super. Sein Mundwerk scheint eine Schwachstelle zu sein. Und jetzt wahrscheinlich einmal von vorne, ne? Wie machen wir das denn am besten? Nein. So würde ich nach da. Ich würde das. Ich würde das hier eigentlich gerne tauschen. Ich brauche mehr Zeit. Gib mir noch mal ein paar Sekunden. Ich kriege hier sonst nichts auf die Kette. Klappt das so? Das klappt doch so, oder? Jetzt nichts überstürzen. Einfach von vorne attackieren. Ich springe mal mit den Stiefeln drauf, weil jetzt kann er sich ja nicht wehren. War auch mal eine gute Entscheidung. Was bringt es mir, ihn zuzumachen, wenn er nichts hat, woran er explodieren kann? Deine Darbietung verdient beißende Kritik. Nachladen, abgeschossen und ich habe noch mehr davon. So, jetzt muss ich überlegen. Das war übrigens das erste Mal, dass ich dieses Side-Feature eingesetzt habe. Ja. So wird das nix. So könnte es was werden. Das wird was. Mach ich mir noch das zweifach drauf. Ach verdammt, ich hätte mir die Bonusaktionen wahrscheinlich drauf holen sollen. So, auf jeden Fall, jetzt kommt meine Falldame zum Einsatz. Jetzt mach ich dich zu. Möchtest du dich wieder selbst sprengen? Schlag dich kaputt. Oder ich drück ihn einfach zu. Ja, mach mal kabumm. Danke. So gefällt mir das. Okay, den Boss haben wir recht gut verstanden. Ich muss auf jeden Fall wieder den einen Schalter drücken.
Und attackieren. Kann ich mir jetzt noch irgendeinen Bonus drauf machen? Nein, dann lasse ich lieber alles so, wie es ist. Ich will mir nichts unnötig kaputt machen. So, weißt du, was ich jetzt mal zur Abwechslung mache? Du kriegst das mal meine Feuerblume zu spüren. Hier kommt Feuer, Mario! Ich weiß nicht, ob das wirklich was gebracht hat. Au! Er lädt nach. Boah, jeder denkt, er kann einfach an mir rumkritisieren. Ich verlange Respekt für meine Kunst. Hier kommt die Regenbogenrolle, mein Meisterwerk, und ich widme es dir. Oh nein. Ich klapp dich am besten mal zu, damit mich das auf jeden Fall nicht trifft. Klingt das nach einem Deal? Muss ich übrigens direkt an ihm stehen, um das einzusetzen? Auf jeden Fall einmal so. Am besten einmal so. Und jetzt kann ich mir noch die Kiste dazwischen schieben. Klappt doch. Und ich krieg sogar einen Heal. Lecker, Kiste. So, jetzt kommt meine Pfeilarme. Hoffentlich klappt das. So, klappt zu. Ah, nächster. Wenn der Regenbogenrolle geht mein Deckel nicht zu. Das ist ja unfair. Und wie soll ich mich dann dagegen wehren? Ist ja mega unfair. Ach, und jetzt machst du nur noch die Regenbogenrolle. Okay. Dann muss ich versuchen, ihnen so gut wie möglich eins auf den Deckel zu geben. Ich pack mir das dazwischen. Das dahin. Und mache einen simplen Angriff. Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt mit den Eisenstiefeln da drauf springe? Die verhindern doch, meine ich, dass ich Schaden kriege, oder nicht? Zur Not schieße ich mit der Feuerblume. Schade, ich dachte, ich könnte die vielleicht da reinschlagen. Okay, die Feuerblume hat deutlich mehr gebracht. Aber zumindest konnte ich ihn ein paar seiner Geschosse nehmen. Aua, die tun trotzdem mächtig weh. So, let's go. Einfach irgendeine Methode finden, wie ich ihm richtig eins reinwürgen kann. Erstmal gucken, wie ich generell treffe. Das brauche ich ja nicht mehr. Warte mal. Kann ich ihm vielleicht auch von der Seite aus? Ups. Ich habe da was nicht gesehen. Ich würde mich gern healen, wenn es recht wäre. Von draußen schreit es nein. Aber mir ist es nicht gewidmet. Mein Hund hat nämlich wieder vor, hier die Nachbarschaft zu terrorisieren. So, jetzt aber wieder zum Spielgeschehen. Ich brauche den Einschalter. Doch. Doch, den brauche ich. Ein Moment. Erst drücke ich den rein. Und dann mache ich das so. So. Gucken, ob ich ihn von der Seite aus greifen kann. Versuchen kann man es ja.
kann ihn mit seinen eigenen Stiften erstechen. Muhaha! Okay, das war deutlich effektiver, als ihn anzugreifen. Aber wir haben auch mächtig eingesteckt. Ach, unmöglich! Sieg von einem beliebigen, untalentierten Stück Popkultur! Du hast besser ausgesehen, als du noch Jump'n'Runs gemacht hast! Es ist kaputt. Und mein Hund kann die Klappe nicht halten. Man hört's, weil von draußen niemand schreit. Manchmal ist es lustig, was man im Hintergrund mithören kann, aber eigentlich wäre das nicht für eure Ohren bestimmt. Hey, ein neuer Faltkreis ist aufgetaucht. Sieht fast so aus, als wäre er von diesem Schiffkasten gekommen, den du gerade besiegt hast. Vielleicht ist er wichtig. Ja, irgendwie muss ich das Ding ja drehen. Ein Moment. Ja, ich muss jetzt den Faltkreis benutzen. Sorry Leute, die heutige Folge wird wieder ein bisschen länger. Und die Luftschlange ist weg. Das wäre schon mal eine. Ich glaube, so 7 haben wir noch vor uns. Also wir haben noch echt lange an dem Projekt zu knabbern. Rote Luftschlange gelöst. Oh, was kriege ich da? Schnipsellimit erhöht. Oh, ich kann mehr Schnipsel bei mir haben. Super. Das war toll. Und wir haben beide etwas zum Ergebnis beigetragen. Ich wusste doch, dass wir ein gutes Team sind. Hey, du kannst jetzt mehr Schnipsel tragen. Sag schon. Wann gibt's die erste Konfetti-Fehde? Na gut, das war wirklich aufregend. Aber es gibt noch ein paar Luftschlangen mehr zu lösen. Also welche Farbe wollten wir uns als nächstes vornehmen? Ach, ich schicke die blaue Luftschlange auf dem roten Berg. Wir können genauso gut da anfangen. Vielleicht sogar am besten da, denn von hier aus sieht das alles super schön aus. So, hier wurde gespeichert. Hier beende ich den Driss jetzt auch. Ich habe jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde aufgenommen bei der Folge. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, weil ich bin jetzt einfach fix und fertig.